Ja, hallo, hier ist wieder Klaus mit der vierten Fahrt am Sonntag. Und zwar, ich würde es gehen, ich bin jetzt in Aalborg, in Dänemark und möchte nach Göteborg in Schweden. Dazu muss ich also jetzt hier mit dem Gefährt erstmal Licht einschalten. So. Und dann fahren wir weiter. Ich muss also da vorne links raus. Das weiß ich schon. Was habe ich geladen? Wie sieht man da? Ach, den Tank habe ich. Was ist denn da drin? Was habe ich denn geladen jetzt hier? Wieso habe ich denn den Tank dran da? Schalten wir mal Milch. Milch ja Göteborg von Dänemark, ja. Das stimmt. Dänemark ist ja ein Milchland. Also Milch. Was sind das? 15 Tonnen Milch. Okay. Das ist an der Realität orientiert. Und ja, dann kannst du losgehen. Einschalten. Jetzt müsste ich hier rausfahren. Langsam, langsam. Ich gehe auch schon raus, ja. Da geht's raus. Dann hier. Hier durch. Schöner, schöner Hof. Und dann. Geht es hier geradeaus erstmal. Also nach Göteborg. Vierte Fahrt heute. Geradeaus erstmal. Habe ich hier Linksverkehr frei oder? Geht es da aus, ne? Sieht so aus. Wieso habe ich jetzt keine Anzeige? Da muss ich gerade aufs Auto fahren. Okay, dann da vorne ein Krummel dran. Nein, ich muss jetzt mal da hoch geradeaus. Und dann über die Autobahn und dann da links runter. Ja, ich bin heiser, Leute. Ich habe keine Stimme mehr vom vielen Erzählen. Ja, weiter langsam, langsam. Ich muss ja gleich links runter. Noch nicht, aber. Hier muss ich links runter. Hier geht es wieder rein. Das machen wir dann mal. Erstmal rechts fahren hier. Und dann müssen wir links fahren, damit wir hier noch hängen bleiben. Da gucken wir. Muss ich links fahren, damit wir die Kurve dann gut nehmen. Haben wir geschafft, okay. Jetzt hier rein. So. Aber. Geradeaus jetzt mal vorne auf Fisch. Erstmal geradeaus.
Also mit den Kindern Güterbus, das heißt, da muss ich dann also auch mit der Fähre fahren. Wieder mit der Fähre. Und ich erhoffe mir von Güterbus, dass ich da Zugang habe nach Norwegen. Dass vielleicht von Güterbus dann nach Norwegen komme. Also, man muss ja die verschiedenen Städte da auf der Landkarte erstmal so erobern, um dann zu sehen, von wo geht es denn nach wo, wie komme ich da weiter, wie kann ich da eine Fracht hinbekommen. Also jedenfalls für mich jetzt. Ich möchte erstmal hier viele Kilometer fressen, viele Erfahrungen sammeln und so. Und ich bin wieder zu schnell hier. Dünn baue ich zwar keinen Scheinwerfer, aber und Milch ist ja ein unverfälschtes Produkt, sag ich mal. Also kein Naturprodukt jetzt. Auch wenn jetzt einige sagen, dass Milch jetzt natürlich auch belastet ist. Okay, weiter. Fängt es jetzt an zu schneien oder? Da hinten muss ich runter. In den Norwegen. Wieso geht's hier so langsam? Ein bisschen Gas geben vielleicht mal. Aber viel mehr geht jetzt auch nicht. Ich muss jetzt hier runter. Ja, nach Eisberg geht's da. Ich muss aber nicht den Eisberg, ich muss nach in Güterbus. Erstmal vorsichtig hier runterfahren. Schneit durch die Schneeflocken. Und jetzt habe ich da unten wieder eine Linkskurve. Ich bin da links gefahren. Ja, toll. Da muss ich langsam einfahren in die Kreuzung. Da ist keiner. Da ist auch keiner. Fahren wir langsam rein. Bin ich eigentlich richtig? Ich weiß nicht genau, ob ich richtig bin. Mit der mache ich hier anhalten. Stopp. Ich halte mal an. Stopp. Anhalten bitte. Anhalten. So geht jetzt den Knopf hier nicht. Hier geht auch nicht. Warnblinker muss ich irgendwie anhaben. Geht auch nicht. Naja, ist egal. Ich möchte jetzt mal kurz hier. Nein, da möchte ich auch nicht. Da möchte ich mal schauen, ob der jetzt von da, wo geht, der geht zu fair. Ich bin auf dem richtigen Wege. Okay, ich habe immer Angst, dass ich hier wieder in die Irre geleitet werde, nachdem ich jetzt hier da schon ein paar Mal geträumt habe und dann zu spät erkannt habe, wo ich eigentlich hin wollte.
Schweden. Und ich war da schon in Schweden. Wo war ich denn da in Helsingborg? Aber Göteborg ist richtig tief in Schweden. Langsam fahren. 70, 80. Man fährt ja auf der linken Seite so langsam. Sehe ich jetzt hier irgendwas oder? Der fährt auf der linken Seite so langsam. Ich gebe hier Gas. Okay, vielleicht ein vorsichtiger Fahrer, aber das ist ja die KI. Jetzt sind wir in Friedrichshafen gefahren, ne? Muss ich hier gleich irgendwo rechts ab. Jetzt geht zur Fähre. Und dann von der Fähre nach drüben, nach Göteborg. Okay, ich habe zwar gerade eine Schnitte Brot. Sie da auf? Ich weiß nicht genau. Da könnte ich vielleicht aufhören. Ich sehe eine Möglichkeit. Also, da muss ich da drauf und den Teil drücken auf. Ja, also auf, okay. Und jetzt eine Angabe. Also nach Göteborg kann ich und nach Oslo. Da ist mein Ziel und da kann ich auch hin. Nach Oslo. Wir fahren jetzt mal nach Göteborg. Und auf Küchen. Jetzt bin ich an den in Göteborg. Gebe ich jetzt mal Gas. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Jetzt nicht zum Ausfahren. Davon muss ich ausfahren. Hier geht's raus, ja. Jetzt sieht's aus. Nein, da geht es raus. Das ist der Eingang, oder? Ist da der Eingang? Hier muss ich rüber. Hier muss ich hin, und genau. Und jetzt geradeaus fahren. Ich glaube langsam. Dann fahren wir hier geradeaus fahren. Und dann fahren wir da rechts. Aber jetzt fahren wir rechts. Jetzt müssen wir schon mal den Blinker und dann können wir mal die Scheibe Brot weiter essen. Sorry, im vollen Mund spricht man nicht, ich weiß.
114 Kilometer zum Ziel. Dann haben wir die vierte Fahrt dort auch gepackt. Ja, wir haben ja schon nach 20 Uhr am Sonntag. Normalerweise gucke ich jetzt da dort. Aber den habe ich jetzt mal ausfallen lassen. Wo ist jetzt hin hier? Wo ist jetzt? Moment, du, hier noch nicht. Hier noch nicht. Ich muss geradeaus. Und dann da um die Kurve fahren. Also Rabe sind halt in Schweden. Von Helsinki habe ich dann nicht so viel gemerkt von. Was ist das? Eine Brücke, ein Naturstein. Fahr zu schnell. Fahr zu schnell. Ich fahre zu schnell im Fremdenverkehrsgebiet auf fremdem Land mit unbekanntem Fahrzeug. Ja, und weiter. Vier Touren heute und 12.000 Euro bezahlt, ja, Strafe. Wir haben noch 10.000 über, ungefähr. Weil ich 146 bin, bei 156 wieder, ne? Okay. Geht es jetzt hin? Ich will mal links fahren. Könnte bei euch ja. Na, könnte bei euch. Geradeaus, Moment, und dann nachher links fahren. Links fahren, dann gehe ich mal rüber. Jetzt schon, ja, jetzt schon. Jetzt schon links fahren. Jetzt schon hoch. Okay. Zeit. Und wir gehen bitte noch bis zum Ziel. Dann fahren wir hier mal so rüber. Ich habe das nicht vorgesehen, aber ich war wieder zu schnell. Ich habe nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Meine Schuld, immer meine Schuld. Ich bin eben kein perfekter Kraftfahrer. Und jetzt Yeah,
23 Kilometer, wir sind in Hüttebusch, wo wir gleich die Milch abliefern. Wo genau? Müssen wir mal schauen. Ja, das kommt schon langsam hier in die Anzeige rein. Wir müssen ein paar Mal mit den Kurven fahren. Also Hüttebusch. Um 10 Ecken herum und dann sind wir in Hüttebusch. Weiter jetzt hier geradeaus, ja. Ich bin wieder bei 110 Kilometer. Gerade war ich bei 29, aber ich verpasste die Abfahrt zu nehmen, oder was? So brauche ich jetzt wieder eine Stunde mehr. Langsam, langsam, langsam. Jetzt wieder was durcheinander gekommen. Auf der Brücke parken. Stopp, jetzt erstmal hier schauen. Milch nach Hüttebusch, ja. Hüttebusch ist schon hinter mir, oder? Ich muss wieder zurück. Das Ziel ist hinter mir. Ich bin daran vorbeigefahren. Und dahin kann ich also wenden. Und fahren wir dann mal langsam dahin. Und dann wieder ein Umweg. Aber kann man nichts machen. Wieso habe ich dann den verpasst? In Hüttebusch. Wieso habe ich dann den Ausgang verpasst? Ich habe vergessen umzuschalten. Ich hätte eher umschalten sollen. Müssen. Ich weiß nicht genau. Also 95 sind wir wieder. Ja, kein Beinbruch. Schaffen wir. Dann haben wir dann gleich ein Kreuz. Verkehrskreuz. Dann muss ich in die Gegenfahrbahn. Langsam, langsam. Wir gehen hier raus, genau. Hier raus, ja. Hier raus, genau. Hier raus. Und dann hier runter. Dann hier hoch. Und dann sieht es jetzt hier wohin. Und dann wollen wir gleich sehen. Dann haben wir da hinten. Ja. Ich glaube langsam. Langsam, langsam. Hier schon runter, ja. Hier runter. Hier runter, genau. Dann kann ich dann wieder zurückfahren. Dann bauen wir die Brücke. Da links und dann fahren wir wieder zurück. Okay. Machen wir alles. Wenn man nicht aufpasst vom Ziel, kann einem das passieren. Jetzt hier schon ab, hier schon rein. Okay, und jetzt geht der gleich wieder nach links. Jetzt gleich hier wieder links runter. Hier runter. Okay, langsam, langsam fahren.
Und die reinfallen ja hinterher. Stockholm. 55 Kilometer nur noch, ja. Und jetzt haben wir wieder eine Abfahrt hier runter. Hier muss ich hoch. Moment langsam. Der sagt nicht. Der sagt, ich muss gerade ausfahren. Der sagt dann, ich muss gerade ausfahren. Und dann kommen wir den mal. Den muss das ja wissen. Im Verkehrsgebiet. Hier haben wir wieder die Schwedenpfeile. Sieht nur ein Kehr aus. Blau. Okay, sind wir jetzt richtig in Göteborg, Richtung Göteborg oder? Ja, hier bin ich ja schon mal durchgefahren, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, ich schaue mal. 36 Kilometer von dem Ziel her. Zentrum haben wir da. Ich hab langsam. Langsam. Muss ich ja gleich abbiegen wieder. Ja. Ja, ich. Die Kunde erwartet die Lieferung bald. Ich bin ja gleich da, mein Lieber. Ich muss jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal abfahren, die gleich. Wo muss ich abfahren? Hier ist schon rechts runter, glaube ich, ne? Hier muss ich rechts runterfahren. Und dann muss ich da über die Brücke fahren. Okay, machen wir das. Also die brauchen wir keine Brücken hier scheinbar. Die brauchen keine Brücken. Und jetzt wieder, jetzt Moment, jetzt gerade aus. Jetzt hier ein paar Mal melken. Ein paar Mal melken. Und jetzt wieder rechts fahren. Stopp langsam hier schon. Ja, hier schon rein. Sieht ja nicht so aus, dass es da reingeht, aber geht rein. Okay. Und jetzt geradeaus. Und jetzt links momentan jetzt mal umschalten. Umschalten. Die möchte ich haben, ja. Und jetzt die Karte ausfahren. Muss ich gleich irgendwo links abfahren. Noch nicht, aber gleich. Ich muss ja meine Karte ausfahren. Erstmal geradeaus. Und dann links fahren da unten. Eine Ampel oder vorher noch. Tank ist auch gleich näher, scheiße. Vergessen zu tanken heute. Vielleicht kommen wir dann noch. Ich hoffe das noch. Hier rein. Hier noch rein, genau. Stopp langsam. Wo ist der Bladeplatz? Hier irgendwo, ne, geradeaus. Geradeaus weiter. Muss aber da sein, ja. Nochmal geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Da ist eine Werkstatt, oder wie? Da war eine Werkstatt, also da. Das Symbol. Stopp langsam anhalten. Jetzt wieder rechts umfahren. Mann, das ist eine Kurve hier. Da war eine Werkstatt von Volvo.
Jetzt sind wir gleich da. Jetzt sind wir gerade los dran. Langsam. Nicht vorbeifahren. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt hier. Da müssen wir ran. Ja, was? Endlich. Endlich sind wir da. Hier müssen wir rein. Dann fahren wir hier mal so rüber. Und dann wird es sehen, dass wir da reinkommen. Mit dem Tank. Hier. Und dann packen wir die mal. Okay, nur ein Stückchen. Aber gut. Eingabe. Und auf Nummer sicher gehen, 15, wo sollen die Leitung hinstellen? Ja. Ich muss jetzt mal was essen hier. Ich will mir Zeit lassen. Okay. Und jetzt durchfahren. Ja, könnte passen. Könnte passen. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Läuft gut. Läuft doch gut. Läuft gut. Jetzt hier so oben. Stopp, ja. Stopp. Jetzt noch ein Stückchen fahren. Zurück. Das war ja mein Erfolg. Da haben wir doch mal 435 Punkte geholt. Sehr gut. Okay. Wir
sieht aus? Karriereentwicklung? Ja, bin bald im braunen Bereich bei Hybridarbeiter. Bin jetzt auf Level 12. Hurra, da bin ich auf Level 12. Das ist wahrscheinlich Level 12, oder? 13.000 von 16.000. Ich habe vergessen zu danken. Also habe ich Erfahrungspunkte liegen lassen auf dieser Tour. Oder wie habe ich das zu verstehen? Gut, habe 166.000, ist sehr gut, ja. Also Fähigkeiten 5 jetzt. Jetzt bin ich also in Göteborg. Von wo komme ich denn nach? Von Göteborg kann ich was übernehmen. Moment, ich mache mal. Hört mal an, Leute.